Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig, denn ich darf euch heute einen Volvo vorstellen. Und zwar den Volvo XC40 Recharge Pure Electric Pro. Was dieses wundervolle elektrische, kompakte SUV alles so drauf hat, finden wir in diesem Video ganz genau im Detail raus. Falls ihr nach dem Video Bock habt auf euren Traum-Volvo, dann schaut doch unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Da werdet ihr ganz bestimmt fündig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Volvo XC40 Recharge und mir. Ja, hier steht jetzt also endlich der neue Volvo XC40 Recharge Pure Electric Pro. Bei uns steht er jetzt hier als Frontantriebler, sprich mit dem Single-Motor. Bislang gab es den XC40 ja nur als Allrad angetriebene Variante in der rein elektrischen Version und hier steht er jetzt eben mit dem Single-Motor mit 231 PS und einer kombinierten Reichweite von bis zu 417 Kilometer. Wenn man nur in der Stadt unterwegs sein sollte, dann schafft er auch ein bisschen mehr. Dann liegen wir hier bei einer Reichweite von etwa 500 Kilometer. Im Vergleich zu der Allrad angetriebenen Variante haben wir hier natürlich auch ein bisschen weniger Leistung, was natürlich auch logisch ist, denn wir haben nur einen Motor, aber dafür hat er halt dann auch ein bisschen bessere Reichweite. Insgesamt erkennen wir hier das Volvo-Design natürlich auch richtig gut. Es gibt einen geschlossenen Kühlergrill, denn wir haben ja hier ein Elektrofahrzeug und alle Recharge-Modelle bei Volvo haben den Kühlergrill hier. Rechts und links, da gibt es dann serienmäßig noch das High-Beam-Licht, heißt wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer. Es gibt Voll-LED-Tagfahrlichter, auch wieder schön in Thors Hammer-Design gehalten und es gibt auch LED-Nebelscheinwerfer. Also insgesamt sind die Lichter hier vorne nicht nur richtig schön, sondern auch wahnsinnig sicher und das eben serienmäßig. Ja, unser Fahrzeug steht hier in Onyx Metallic, ist ein richtig schönes Schwarz, wie ich finde, allerdings kostet die Farbe genauso auch wie die abgedunkelten Scheiben hinten ein bisschen Aufpreis. Alles andere, was ihr hier im Fahrzeug stehen seht, ist schon serienmäßig mit dabei, was ich einfach richtig, richtig stark finde. An der Seite, da haben wir in unserem Fall jetzt 19 Zoll Felgen, aber auch da hat man natürlich dann ganz individuelle Wahlmöglichkeiten. Die Außenspiegelkappen, das sind in unserem Fall jetzt auch sportlich gehaltene Außenspiegelkappen und auch die sind dann wieder schön hochglanzschwarz. Ja, wie gesagt, hinten haben wir abgedunkelte Scheiben. Hier rechts steht dann auch nochmal richtig schön Recharge drauf. Und ich würde vorschlagen, ich drehe jetzt einmal das Fahrzeug, damit wir uns gemeinsam das Heck und die Ladeöffnung anschauen können. An der Ladeöffnung angekommen, möchte ich euch natürlich auch die Ladewerte hier von unserem Volvo XC40 Recharge Pure Electric mit dem Single-Motor verraten. Wir haben hier eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Netto-Speicherkapazität von 67 Kilowattstunden und wir haben die Möglichkeit, dieses Fahrzeug an Gleichstrom, sprich an DC zu laden mit bis zu 150 kW. Und da braucht er dann für die Aufladung von 10% auf 80% etwa 32 Minuten. Außerdem kann man ihn auch an AC, an Wechselstrom laden. Und da braucht er dann etwa 7 Stunden für eine Vollladung. Ja, auch die Fahrzeugmaße sind wirklich gut, denn die liegen in der Länge bei 4,25 Meter, in der Höhe bei 1,86 Meter und in der Breite bei 1,55 Meter. Also kann man wirklich sagen, wir haben hier ein kompaktes SUV und dennoch hier wirklich sehr viel Stauraum. Denn natürlich gibt es hier auch in der Heckklappe ein bisschen Gepäckraumvolumen
Um genau zu sein, sind es 414 Liter. Dazu kommt dann, dass wir vorne unter der Motorhaube nochmal ein kleines Fach haben mit 31 Liter Gepäckraumvolumen. Der Kofferraum hier hat natürlich Volvo-typisch wieder einige Skills mit dabei. Da haben sie wirklich schön mitgedacht. Zum einen gibt es einen Unterboden, den man wie so eine Mundharmonika zusammenschieben kann und dann sich eben einteilen kann, wie groß der Unterboden wirklich sein soll. Das finde ich wahnsinnig praktisch. Gerade wenn man Gepäck dabei hat, kann man dann einfach richtig schön in die Auswölbung reinstellen. Die Rückbank lässt sich auch zweigeteilt umklappen. Zusätzlich gibt es da noch eine kleine Durchreiche am mittleren Sitz, auch immer sehr schön. Es gibt ein paar Haken und Verzerrösen, also insgesamt alles da, was man braucht. Auch ein bisschen Beleuchtung und elektrisch verschließen lässt er sich selbstverständlich auch serienmäßig. Wir schauen uns noch einmal kurz das Heckdesign an. Schön zentral in der Mitte, wie soll es anders sein? Die Volvo Letters, links steht da nochmal XC40 drauf und hier rechts haben wir nochmal ein kleines Recharge-Symbol, allerdings hier jetzt eben ohne den AWD-Schriftaufzug, denn wir haben ja hier eben die Single-Motor-Variante mit Frontantrieb. Die Rückleuchten auch Volvo-typisch, richtig schön gehalten, angedeuteten Dachspoiler, damit das Fahrzeug noch ein bisschen sportlich aussieht, was mir auch schön gefällt. Und hier unten gibt es dann nochmal eine lackierte Leiste, auch das richtig schön. Ich würde sagen, ich springe jetzt einmal in den Innenraum, damit wir uns da das Design im Detail anschauen können. Im Innenraum angekommen, möchte ich auch hier noch mal vorweg sagen, dass ich das Raumgefühl hier in dem XC40 wirklich richtig, richtig grandios finde. Genauso grandios finde ich auch die Materialauswahl, denn wie wir von Volvo gewöhnt sind, haben wir hier kein Echtleder, sondern nur Lederimitat. Aber ich denke, das spielt vielen von euch gut in die Karten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier an der Türverkleidung ein bisschen Leder, am Lenkrad, an der Mittelkonsole, am Armaturenbrett. Also da ist überall so ein bisschen was zu finden. Man kann zusätzlich dann auch noch die Optik-Leder-Variante für die Sitze wählen. Wir haben in unserem Fall jetzt die Stoffsitze und auch die, finde ich, fühlen sich richtig gut an. Sie sind wirklich bequem, muss ich sagen. Da kann man sich auch längere Strecken vorstellen. Was auch zusätzlich richtig stark ist, ist das serienmäßige Glas-Panorama-Schiebedach. Das kann man natürlich dann auch abdunkeln oder öffnen, wie man das möchte. Aber es durchflutet einfach den kompletten Innenraum mit Licht. Das finde ich immer richtig schön. Gerade weil wir hier hinten die abgedunkelten Scheiben haben, bringt das nochmal so ein bisschen mehr Helligkeit ins Fahrzeug und macht alles irgendwie freundlicher. Wir gehen an die Mittelkonsole über. Da haben wir eben hier einmal so ein Fach unter meinem Arm, das relativ tief ist, aber da befindet sich sonst nichts darunter. Und hier davor, da gibt es dann einen Volvo-Abfalleimer. Da davor befinden sich dann nochmal zwei Becherhalter, hier in der hochglanzschwarzen Fläche. Es gibt den Gangwahlhebel, aber da fällt dann direkt auf, es gibt keinen zusätzlichen Knopf oder Taste für die elektrische Feststellbremse und es gibt auch keinen Start- und Stopp-Knopf. Ist vielleicht anfänglich sehr, sehr ungewohnt und gibt einem nicht das beste Gefühl, wenn man sich vom Fahrzeug entfernt, aber ich kann euch so viel sagen, nach 14 Tagen Testfahrt funktioniert das einwandfrei. Das heißt, sobald man den Gangwahlhebel hier auf D stellt, geht das Fahrzeug an. Die elektrische Feststellbremse, die löst sich dann, sobald man Gas gibt, und anziehen kann sie sich ganz selbstständig, indem man dann hier einmal auf P drückt. Aber das sollte man auf jeden Fall wissen, denn ich muss zugeben, ich habe beim ersten Mal hier in dem Fahrzeug den Startknopf gesucht.
Da davor gibt es dann eine induktive Ladefläche, die auch sehr interessant gestaltet ist, denn sie ist nicht plan, wie man das von den meisten induktiven Ladeflächen kennt, sondern sie hat in der Mitte nochmal so eine kleine Haltemöglichkeit für das iPhone oder für das Smartphone. So kann das dann während der Fahrt eben nicht verrutschen. Eine 12 Volt Steckdose, USB-A und USB-C gibt es auch. Also da ist alles da, was man für die technischen Geräte so braucht. Darüber befinden sich dann die Schnellknöpfe für die Soundanlage, sprich Start, Stopp, Tune weiter und natürlich auch das Warnsymbol, sprich Warndreieck. Darüber befindet sich dann das Infotainment für das Display des Infotainments, wo man alles sehr, sehr schön einsehen kann, was auch stark ist. Es gibt hier die Möglichkeit auf Over-the-Air-Updates, heißt das Fahrzeug bringt sich einfach selbstständig auf den neuesten Stand, was richtig schön ist. Ja, Apple und Android kann das Fahrzeug auch, allerdings über die Google-Funktion, finde ich auch immer richtig schön, denn so kann man einfach das Navi mit der besten und aktuellsten Verkehrssituation hier eben über Google nutzen. Ja, Assistenzsysteme habe ich vorhin schon angesprochen, die sind hier wirklich sehr, sehr umfangreich. Es gibt einen Geschwindigkeitsassistenten, einen Spurführungsassistenten, One-Pedal Drive gibt es hier, es gibt einen Totwinkelwarner, Querverkehrserkennung, also da ist wirklich alles da. Dazu kann man dann das One-Pedal-Drive-System komplett ausschalten, man kann ein sportliches Lenkgefühl einschalten und man kann auch einschalten, dass wenn man zum Beispiel über das Navi fährt, dass das Fahrzeug dann einem sagt, wie schnell darfst du unterwegs sein, damit du auf jeden Fall auch dein Ziel erreichst. Also da ist wirklich alles da und natürlich kann man auch den Ladefluss hier sehr, sehr gut einsehen. Wir kommen dann so direkt hier zum Hauptakteur im Fahrzeug, nämlich dem Lenkrad, dem Multifunktionslenkrad. Auch das ist Volvo-typisch. Links lassen sich dann eben eher die Instrumententafel-Visualisierung einstellen und rechts dann eher das Infotainment. Die Instrumententafel ist selbstverständlich auch rein digital, kann man ganz individuell konfigurieren, wie man das möchte. Also alles da, was man sich so wünscht. Was ich mir auch immer wünsche, ist ein schöner Sound in einem Fahrzeug. Das haben wir hier mit der Harman & Kardon Anlage auch in jedem Fall. Sieht richtig stark aus. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy mit dem Fahrzeug. Ich habe jetzt einmal noch den Rückspiegel-Check gemacht. Der ist auch wieder wahnsinnig schön rahmenlos. Hier oben gibt es dann noch einen On-Call-Knopf, einen SOS-Knopf und da kann man dann eben auch das Panoramadach verschließen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einmal noch Platz auf der Rückbank, bevor wir dann eine Runde drehen. Auf der Rückbank angekommen, muss ich auch hier das Gleiche wie vorne noch einmal bestätigen. Wir haben hier wirklich ein richtig schönes Raumangebot, auch auf der Rückbank. Ich fühle mich absolut in keine Richtung irgendwie eingeschränkt. Und auch die Bequemlichkeit bzw. der Komfort der Rückbank ist wirklich richtig schön. Was auch stark ist, dass wir nicht nur hier hinten Isofix mit dabei haben, serienmäßig, sondern das Ganze gibt es dann auch für den Beifahrer. Auch sehr, sehr cool für Familien mit Kids. Hier in der Mitte gibt es dann einmal die Armauflage und eben die Durchreiche, von der ich gesprochen habe. Hier vorne an der Rückseite der Mittelkonsole gibt es Luftauslässe und zwei USB-C-Slots. An der Rückseite der Frontsitze gibt es nochmal zwei Fangnetze für Verstaumöglichkeiten. Elektrische Fensterheber gibt es auch. Kleine Haken, Leselämpchen. Also alles da, was man sich so auf der Rückbank wünscht. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt wieder Platz auf dem Fahrersitz und wir checken endlich mal die Performance von unserem XC40 auf der Straße.
einmal diesen wundervollen Single-Motor für euch gestartet. Und wir beginnen wie immer mit den Fahrzeugdaten. 231 PS, das wisst ihr ja schon. Wir haben ein maximales Drehmoment von 330 Newtonmeter. Vmax liegt bei 160 km/h. Ja, da wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr, aber eben mit diesem Single-Motor macht das Ganze schon Sinn, damit man eben auch die elektrische Reichweite ansatzweise erzielen kann. Denn 130 ist wirklich schon fast ein bisschen zu viel, wenn man eine Langstrecke hier elektrisch erreichen möchte. Aber das erfahrt ihr dann über das Navigationssystem. Das rechnet dann immer mit und sagt, halt, stopp, die Geschwindigkeit ist für die Reichweite ein bisschen zu viel. Da würde ich mir wünschen, dass halt insgesamt ein bisschen mehr Leistung gehen würde. Ja, er hat auch einen angenehmen Sprintwert, 7,4 Sekunden braucht er. Im Vergleich zur Allrad-Variante ist es natürlich fast doppelt so viel, denn bei der Allrad-angetriebenen Version sind es 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Ja, wir haben ein Fahrzeuggewicht von knapp 2 Tonnen, was man absolut nicht merkt, finde ich, bei der Fahrdynamik. Es fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Man hat nicht das Gefühl, mit einem schweren Elektro-SUV unterwegs zu sein. Auch der Blick auf die Straße ist in alle Richtungen wirklich richtig angenehm. Man hat einen hohen Sitz hier. Das ist wirklich richtig stark insgesamt. Ja, die Fahrerassistenzsysteme, die sind auch wirklich stark. Ich mag es, dass man sie ganz individuell einstellen kann. Man kann sie hinzuschalten oder halt eben auch ausschalten, wenn man gerade irgendeinen Assistenten nicht nutzen möchte. Genauso verhält sich das dann eben mit dem One-Pedal-Drive-System. Auch das kann man ausschalten, wenn man möchte, aber ich finde, im Stadtverkehr ist es immer super angenehm. Ja, ich würde vorschlagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Performance von unserem XC40 Recharge Pure Electric Pro, bevor ich euch dann meine abschließenden Worte zaubere. Ja, kommen wir zu meinen abschließenden Worten hier zum XC40 Recharge mit dem Single-Motor. Ich muss sagen, dieses kompakte SUV gefällt mir richtig gut. Wir haben hier eine schöne Reichweite, aber was mir am besten hier am Fahrzeug gefällt, ist, dass hier einfach so viel serienmäßig mit dabei ist und was die Assistenzsysteme betrifft, die einfach on fleek sind. Ja. Die Basispreise hier für den XC40, hier für den Single-Motor, liegen bei 54.390 Euro. Unsere Variante steht hier jetzt für 55.530 Euro. Und ich finde, daran erkennt man dann auch wieder gut, wie viel hier schon serienmäßig mit dabei ist. Natürlich kommt dann noch so ein bisschen Förderung vom Preis weg, aber das ist natürlich dann auch immer ganz individuell, das könnt ihr euch, denke ich, auch selbst ganz gut ausrechnen. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass die Allrad-Variante mit den zwei Motoren etwa 7.500 Euro mehr in der Basis kostet. Ja, mich würde aber riesig interessieren, wie euch der XC40 gefällt. Würdet ihr euch für den Frontantriebler entscheiden oder für die Allrad-Variante? Lasst mich doch das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Falls ihr jetzt Bock habt auf euren Traum Volvo, dann schaut unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Alle Infos markiere ich euch unten in der Infobox. Und bis zum nächsten Video dürft ihr auch gerne auf unseren Webseiten der-autotester.de oder auf meiner Webseite ninacarmaria.de vorbeischauen oder natürlich gerne auch immer auf Social Media. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denkt an das Abo und Like und bis zum nächsten Mal.